Ach ja. Oh, jetzt mal Brille richten. Stimmbänder geölt. Ladies und Gentlemen, in dieser heutigen Papyrusrolle möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Diese Geschichte handelt von zwei Jägern, dessen Tatendrang einfach unwiderruflich ist. Ich meine, dessen Kampfmoral nur von einer Sache getrieben wird. Saufen! Ach komm, fick dich, man kann einfach kein gutes Intro machen hier mit euch. Soll ich auf mein Instrument spielen? Nein, noch nicht. Soll ich auf dein Instrument spielen? Was ist denn mit dir los, Mann? Du sollst mit mir doch nur auf eine scheiß Mission gehen. Ja, und geh mal mit einer richtigen Waffe. Warum spielst du mit einem Musikhorn? Ich bin in einer Rockband, Junge. Was willst du von mir? Ach, heutzutage ist echt schwer, gutes Personal zu finden. Du bist ganz schön fies, kann das sein? Sind Sie bereit? Meine Beine sind weg. Meine Füße, ich sehe meine Füße nicht. Was ist los mit dir? So sind meine Füße. Ja, guck mal, ich sehe meine Füße nicht. Oh, da sind sie ja. Uff, ich hatte schon Angst. Ja, guck mal. Mann. Füße weg. Füße da. 6,5 Stunden später. Und im ersten Kapitel geht es auf die Jagd des Großmauls. Ah, okay. Fußspuren. Da müssen wir hin. Da ist er. Töte ihn. Ha! Wir haben ihn erledigt. Sicher? Ja, das war sie doch nicht. Au! Wo hast du mich geboxt? Ich hab da nichts gemacht, du Spinner. Wer weiß es. Mission failed. Oh, hier bist du in ein paar Kratzer. Das stimmt, man kann Kratzer. Ich mach die jetzt hier in meine Flasche rein und dann weiß ich automatisch, wo er ist. Izanami, das gefährliche Monster. Wenn ich es nicht schaffe, dann musst du bitte mein Geld, da musst du mein ganzes Vermögen meinem Sohn spenden, den ich noch nicht habe. Vergiss es, ich behalte es. Verdammt, dreckiger Supoguss. Oh, hab den Kackpunkt gefunden. Oh, der hat ja einen größeren Appetit als du und ich dachte, das wäre unmöglich. Oh nein, da ist er, der Großjagras. Oh, ich lass die Keule schwingen. Komm her. Ich hab ihn vergiftet. Du kannst ihn vergiften mit Musik? Mann, ist deine Musik scheiße. Ja, ich sag doch, ist nicht so scheiße, dass er sich selbst töten will. Oh nein, Pookie. Der Pookie. Ich kastriere das Vieh. Den Pookie oder den? Nein. Nimm das, Pookie. Kriegst ein paar Slaps ab hier. Was? Okay, das... Hey! Ich glaube, unsere Waffen sind einfach zu stark. Das glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, also das gefährliche Monster... War doch nicht so gefährlich. Im zweiten Kapitel werden wir uns jetzt um den guten Gesichtshodensackmonster kümmern. Ich meine, den giftspuckenden Drachen. Hey, Izanami. Ja? Wo ist denn dein Musikhorn? Du wolltest mir nicht deins geben. Los jetzt, Mann! Dann, Ami, soll ich dir mal was zeigen? Nein. Es ist wirklich wichtig. Was denn? Seht euch das an, ich kann das in ein Schwert umwandeln. Axtmodus. Schwertmodus. Oh, was für ein Spinner. Hey, kein Gut, gleich beleidigt zu werden, ja? Echt, sogar die Fauna guckt dich schon doof an, wenn du hier Übungen machst. Izanami, bist du dir sicher, wo wir hingehen? Nein. Ich höre diese seltsamen grünen Lichtern. Ah. Wird ein Pups sein. Der ist links von uns. Nee, der normalerweise ist ja immer hier, ne? Ja, das ist aber jetzt links, guck doch mal auf die Map. Ach ja, stimmt, jetzt gibt es etwas. Entschuldigung, guck auf die Karte. Wir wollen ja ein bisschen in der Rolle bleiben. Wie ist der? Wir schleichen uns an am besten. So viel zum, wir schleichen uns an. Hast jetzt gerade Puder gemacht? Bye, have a great time. Ey, wo fliegst du hin? Wir wollen dich killen. Fuck. Ja, wir sind die besten Jäger. Wir sind echt die besten Jäger auf der Welt, Alter. Pass auf, er spuckt. Nimm einen Boomerang. Nope. Hä? Was war das denn? Scheint wohl eher ein Stock zu sein. Izanami, ich helfe dir. Attacke von oben. Woohoo! Ich reite ihn, dann sie. Du rettest direkt zu meinem Spanier. Dann sie. Hilfe. Ich hänge hinten fest. Woohoo! Komm her. Dann wäre gut, wenn du schneller warst.
Ja, das vor allem diese fucking Anjana-Thema hat mal dezente Probleme jetzt gehabt. Oh, er ist umgefallen. Oh, erstmal was snacken, Alter. Das Reiten hat mich echt hungrig gemacht. Sag mal, warum kämpfst du nicht mit? Ich hab gegessen. Oh! So viel dazu. Jetzt kommt er noch mit Jagras, Alter. Was ist das denn hier? Das ist voll die Party. Das sind auch kleine Jagras. Schwanzloser Bastard, gib mir deinen Schwanz. Ich bin auf ihn drauf. Was zum... ich steche dich ab, Alter. Was denn? Ich rede nicht von dem Schwanz. Ich steche ihn ab. Ich mache einen Schaden mit meinem Messer. Was? Erbärmlich! Ja, ich bin drauf. Spider-Man. Und jetzt, Element, ich wollte gerade einen coolen Move machen. Jetzt reicht's mir. Dankeschön. Huah. Tren ihn ab. Aua. So genau hätten wir es nicht machen müssen. Glaubst du, der ist sauer? Ich frag ihn nochmal nach. Bist du sauer? Und wie ich sauer bin. Er sagt nein. Der fliegt schon. Er humpelt nur, der jetzt ist weg. Ey, komm her. Er ist uns entkommen, schon wieder. Hey Rosalie, was geht ab? Leg dich nicht mit ihm an, Dansi. Er könnte gefährlich sein. Oder verpiss dich, du zahnloser Vieh. Ich könnte explodieren. Da, da ist das Nest des Puki Puki. Junge, der hat unter ihm einfach so ein Anjanat sitzen. Das juckt den nicht. Das war der beste Jump, Junge. Du, ich hab mein Fernglas ausgepackt. Da kommt ein Puki Puki und der läuft auf uns zu. Die lootet einfach den Schwanz. Ah, hast verdient. Hast du mich... Na, du auch, ne? Nein, ich hab's noch gar nicht mitgehabt. Puki-Puki-Material, direkt mal aufsammeln. So, also wie war das erst den Schwanz looten, ne? So, jetzt hab ich dir deine Fresse gebrochen, ne? Komm her. Wolltest du es so, dann hast du es. Gut gemacht, Izanami. Du hast ihn voll auf den Sack gehauen. Das ist so ein richtiges Sackgesicht. In der dritten und finalen Jagd haben wir jetzt noch einen rosahaften Dino, den wir zurück in die Steinzeit schicken. So, dann gehen wir los. Izanami, warte. Nein. Warte jetzt mal. Nein. Ich sagte, warte! Ah, was willst du, du langsamer Arsch? Komm mit in die Bruderschaft. Was für eine Bruderschaft? Die Bruderschaft der Assassinen. Gottes Willen, ich brauche nicht Assassinen, Junge. Na, komm mit mir ins Wikingerreich. Nein, danke. Nein, Quatsch, Izanami, warte. Ich bin's. Ezio. Noch vor dem guten Gottes Teil. Assassin's Creed ist nicht überall doof. Warte auf mich. Nur zu 70% schon. Ne? Das ist egal. Ich bin ja die... 90% verbuggt. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Komm her, meine Schöne. Was machst du eigentlich hier? Geh zurück nach Frankreich. Das ist Italien, du Banause. Oh, was ist das denn? Ezio ist am Boden. Oh. Aber was machst du hier? Aber hast du hier einen Assassin gesehen? Ja, dich. Nein, ich bin kein Assassin. Was bin ich jetzt? Siehst du doch, dass ich das bin. Habe ich irgendeinen komischen Assassinenmantel an? Nein. Mir egal. Hattest du aber vorher eins? Nein, hatte ich nicht. Du hast mich verwechselt haben mit Ezio. Er wollte dich bestimmt für Assassin's Creed anwerben. Meine Fresse, scheiß Ubisoft. Dass die Assassin's Creed-Leute hier das auch noch abwerben wollen, nachdem die keine richtig gute Figur mehr gemacht haben. Echt schlimm. Die Junge, du laberst eine Scheiße. Okay. Ja. Wir machen das ganz einfach. Ja. Wir laufen ihm jetzt hinterher. Ja, natürlich töten wir ihn. Wir laufen ihm aber kurz hinterher. So auf Stealth-Basis, weißt du? Und wenn wir ihn dann haben, dann machen wir ihn fertig. Oder wir greifen ihn natürlich an den Beinen an. Das geht natürlich auch. So. Da, da, da. Der schafft das schon. Das nennst du einen Angriff? Ich zeig deinen Angriff. Du, du, du. Oh, es ist verkokelt. So, nochmal, komm mal. Oh, da, 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 da. Oh, jetzt hat's die richtige Würze. Perfekt. Das muss ich jetzt mal essen. Kommst du klar, Izanami? Ja, ja. Gut. Ich bin gerade am Essen. Was riecht der da? Alter, hat hier irgendwer gefurzt? Warte. Nicht angreifen. Nein, der kann uns kicken. Ah! Komm zu mir, Tim. Was hast du für einen Plan? Ich komm ja schon. Jetzt lauf weg von ihm. Er ist gelähmt. Mann, was hat der denn für Zuckungen? Das ist immer der Epilepsie-Million. Egal, jetzt hau ich ihm die Zähne aus. Jetzt, wilde Axt-Kombo. Gebrochene Teile, was ist das? Hat sein Bein gebrochen? Hat das weh getan? Oh. Komm her. Nur wenn du drauf bestehst. Alter, was macht der denn hier für 300 Meter Sprünge? Ja, wir handeln Monster, nicht die Monster handeln uns. Ja, ungefähr so.
Ich bin drauf. I believe I can riding the Dino. Festhalten. Gut gemacht, Izanami. Er liegt. Jetzt auf den Schwanz. Sehr erfolgreich. Man merkt es. Das war eine Schleuderbombe. Genau. Hey, Succubus-Mädchen, warte mal. Denkst du auch an das, was ich denke? Nein. Saufen! So, damit ist Kapitel 1 über den Urwald abgeschlossen. Und ihr könnt jetzt gerne kostenlos abonnieren, um keine weiteren Gaming-Videos hier mehr zu verpassen. Jetzt kommt gleich noch die Endcard und ihr könnt gucken, ob euch noch was weiteres gefällt. Ich sag dann jetzt auf jeden Fall tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.